Ja, und ein herzliches Hallo wieder zu MotoGP 14. Mal. Ich habe Bock gerade auf ein Rennen, noch bevor jetzt das 15. rauskommt, einfach hier in Valencia. Moto2 habe ich mir ausgesucht. Die Maschine, Teamkollege, die Speed-Up von Alex Lowes, Sam Lowes, Sam Lowes, Alex Lowes, wie heißt er? Schau mal rein. Ich bin, glaube ich, Sam Lowes, genau. Ich bin sogar ganz leicht vor ihm gelandet hier im Quali auf der 13. Mal schauen, was da so geht im Rennen. In die Top 10 möchte ich kommen. Ja, Johann Sarko, der ja momentan die WM anführt hier auf der Caterham mit der Startnummer 5, der wird nächstes Jahr auch ein bisschen besser da unterwegs sein. Folger auf 15 wird hoffentlich auch ein bisschen besser eingestuft werden. Nächstes Mal. Also, wir gehen einfach nur ins Rennen, Freunde, und genießen das Rennen. 50% haben gedacht, fahre ich da. Ich suche mal ein bisschen schlechteres Team aus, das auch spannend ist. Hier stehen wir also in der fünften Reihe. So schauen wir aus hier. Drüben der Teamkollege, genau. Und los geht's auf Folger neben. So, mal die erste Kurve überleben. Sonst keiner abschießt oder irgendwas. Ja, sehr gut. Wunderbar durch. Alex De Angelis hier mit dabei auch noch. Ah, bekommen wir von ihm eine leichte mit hier. Erste Kurve. Müssen wir schauen, ob wir vielleicht ein bisschen was gut machen können. Corsi immer gut dabei auch und hart beim Bremsen. Sandro Cortese hier. In echt auch mit Problemen. Da kommt auch nicht weiter mit seiner Moto2-Maschine, mit seinem Team. Kratzt da immer bei den Top 10, ist da immer dabei, aber für ganz vorne reicht es irgendwie nicht wirklich. Volker hätte da auf jeden Fall den Speed, aber ist leider wieder gestürzt. Sehr, hat mich persönlich sehr, sehr geärgert. Ich als doch Fan von Jonas Volker, muss ich sagen. Und da haben wir hier beide, Egger und Cortese, innen überholt. Na, dann nehm's ich jetzt mit. Lütti, auch gut unterwegs, auch leider gestürzt, hat, glaube ich, letzte Mal. Ja, genau, ist auch gestürzt. Mugello. Sehr schade. Ja, da bin ich schon Fünfter, sehr geil. Aber ab jetzt wird es, glaube ich, schwierig. Wenn wir die erste Runde mal halbwegs vorbei ist. Schauen wir mal, was wir noch so zustande bringen. Da fehlt mir ja auch ein bisschen der Speed mit meiner Maschine. Sechster Gang, habe ich vergessen, noch ein bisschen einzustellen. Oh, schnellste Runde von mir. Oh. Das ist nicht gut. Das heißt, wir sind schneller als die Spitze. Das ist, gefällt mir nicht. Im Quali hat das eigentlich noch ganz gut gepasst. Aber warten noch ein paar Runden ab. Im schlimmsten Fall muss ich mir noch eine schlechtere Maschine suchen. Ja, aber Egger da hinter mir auch dabei noch immer. Ja, glaube ich, habe eine dicke, eine bessere Maschine wie ich, aber jetzt nicht viel. Von der Bewertung her ist die ganz gut dabei vorne, die Speed-Up auch. Ja, die wird nächstes Jahr mit Sam Lowes auf jeden Fall besser eingestuft werden. Bin mir sicher, obwohl er jetzt auch ein bisschen nachgelassen hat, leicht. Aber ist natürlich vorne dabei, Sam Lowes. Der Lütti lässt abreißen an die Top 3. Kallio erster, sehr geil. Ja, Kallio jetzt Italo Trans Team gewechselt. Oh, ich da einen leichten, ja, auf unnötig aufgestellt noch einmal. Ist ins Italo Team da gewechselt und irgendwie läuft es da auch nicht so wirklich, komischerweise. Ja, im Nachhinein ist er immer schlauer, aber
wäre doch lieber Teamkollege von Rabat geblieben, aber die haben doch Marquez jetzt geholt. Den kleinen Bruder, ich meine, er ist zwar größer, aber sag mal halt so. Den Marquez-Bruder haben sie geholt, der auch noch nicht ganz angekommen ist. Bin gespannt. Ja, jeder kann es natürlich auch nicht schaffen. Aber in ganz weiter Ferne natürlich Marquez, die beiden Brüder bei Honda, wenn sie beide fahren würden, das wäre auch einmal einmalig, glaube ich. Das wäre auch sehr interessant. Na, die vorne fahren uns schon langsam fast davon, aber jetzt haben sie den Speed gefunden, glaube ich. Deswegen so wichtig am Anfang der ersten Runde da einiges zu überholen, was so geht. So, ich stehe schon wieder an ein bisschen. Aber Lüthi könnte man mit viel Glück einmal ausbremsen irgendwo. Ja, 10 Runden haben wir noch. Runde 4 von 14 sind wir. Ich freue mich jetzt schon wieder auf die Saison 2015, dann demnächst, nicht mehr allzu lange, ein bisschen über eine Woche noch. Dann geht's los in der Karriere mit einigen eigenen Team und so. Mal schauen, wie das ist, ob das Sinn macht, ob man auch sich aussuchen kann, wie, was, wann, wo. Ob man das machen muss mit eigenem Team oder ob ich auch irgendwo mitfahren kann. Zum Beispiel als Teamkollege bei von Sam Lowes oder Johann Sacco dann in der Moto2 zum Beispiel. Jetzt aktuell beim Leopard Racing Team, das wäre auch ganz nice, so wie das optisch auch. Leopard, ja, mit dem türkisen. Oder klassisch wieder bei der KTM, mal schauen. Ja, ganz am Anfang, aber sicher wieder irgendwo hinten anfangen, ist auch klar. Oder überhaupt mit eigenen. Oder kann man das jetzt generell, naja, aussuchen und dann. Ja, spekulieren kann man dann natürlich. Mit eigenem Team dann in die Moto2 auch aufsteigen oder wie, was, wann, wo, ich weiß nicht. Könnte so funktionieren. Oder gründet man dann eigentlich einfach ein neues in der Moto2? Ja, müssen wir schauen. So, wir kämpfen momentan gegen Lüthi um die 4. Position mit unserer Speed-Up. Ganz vorne reicht es nicht. Im Quali waren wir nur 13., 12., 12., 12. glaube ich. 5. Reihe waren wir. Das war noch realistisch eigentlich mit Sam Lowes von der Rundenzeit her. Das hat gestimmt. Jetzt sind wir doch ein bisschen weiter vorne mit dabei. Kämpfen wir mit Tom Lüthi um die 4. Position. Der momentan hat unseren Speed, kann man sagen, grob. Tom Lüthi. Riskieren tue ich jetzt nichts, obwohl es so ein Fun-Einzelrennen ist, aber ich will doch einen relativ normalen Motor Grand Prix hier abspulen. Er geht da hinten auch nicht mehr, auch nicht so weit weg. Ist da auch in Lauerstellung noch. Und Cortese, glaube ich, hinter ihm. So, geht da jetzt was? Na, da muss ich wieder von Gas und jetzt ein bisschen schlampig. Übers Körb. Ja, weil hier raus Lüthi auch ein bisschen langsamer. Wenn wir da optimal rauskommen, könnte man, obwohl er zwar ein bisschen schnellere Maschine hat, könnte man da mal segieren. Und ja, wenn wir da dran sind, da könnte man innen vorbei. Wäre durchaus möglich. Kalli auf der 3, aber mit Streckenrekord. Und Rabat in orangen Helm da vorne, sehe ich wieder auf der 1. Ja, Rabatte sind echt auch wieder langsam wiedergekommen, so wie Jorge Lorenzo. Naja, Lorenzo gewinnt jetzt nicht jedes Rennen. Ja, Marquez. Ja, Rossi im Quali einfach zu schlecht.
bei Marquez ist es irgendwie umgekehrt. Also im Quali war sie gar nicht einmal, oder eigentlich gut, oder extrem gut unterwegs. Aber im Rennen hat er sich irgendwie mit dem Sturz fallen. Jetzt hat er mit Roy Rossi diskutiert hat, kollidiert ist. Ja. War irgendwie ein bisschen der Wurm drin auch. So, jetzt konzentriert, dass wir nicht den Anschluss an Lüthi da verlieren. Ah, da wollte ich wieder ein bisschen zu viel. Da geht es wieder ein bisschen weit für mich. Runde 6 von 14, knapp vor Halbzeit. Jetzt Runde 7 haben wir im Prinzip Halbzeit. Ich wollte kein 100% fahren, das ist doch vielleicht auch ein bisschen lang, obwohl jetzt hier so würde es eh ganz geil gerade ausschauen. Das wäre jetzt gar nicht so dramatisch, wenn wir da weiterfahren würden. Wenn man alleine fahrt, dann könnte es und ist es natürlich ein bisschen fad, aber so. Hier der Lüthi. Mit Option nach vorne noch. Hätte schon was. Ja, und jetzt wäre es doch auch interessant, der eine weichere Reifen, der andere ein bisschen härtere Reifen. Und dann würde sich das Kräfteverhältnis gegen Ende des Rennens ein bisschen verschieben, das wäre doch genial. Also entweder würde mir Lüthi dann davonfahren oder ich wäre dann immer schneller und könnte ihn dann wirklich mal attackieren. So, mal ganz hauchdünner mal angedeutet gegen Lüthi. Hier könnte man natürlich auch ein bisschen reinstechen, das wäre durchaus die Möglichkeit. So, jetzt bin ich gar nicht so schlecht rausgekommen, aber ja, Windschatten, aber wie Lüthi ist einmal generell schneller wie ich. Ja, jetzt stehe ich an am Drehzahlbegrenzer, aber bremse eine Millisekunde später und schauen wir, ob sich das ausgeht. Na, jetzt haben wir ein bisschen gestoppt, Lüthi leider. Ja, Teamkollege von Lüthi ist auch geil, sicher. Also, wäre auch eine coole Sache. Alles werden wir dann mit 15 sicherlich nicht bedienen können. Auch wieder mal auf jeden Fall von Jonas Folger, Teamkollege. Wäre auch geil, da werde ich mich wahrscheinlich wieder nicht entscheiden können, wo ich hingehe. Da es auch einige sympathische Fahrer gibt, wo man auch gerne mitfahren würde. Ja, vierter sind wir. Lüthi haben wir mal hinter uns. Können wir da an das Spitzentrio in den restlichen 6 Runden hier noch anschließen oder nicht? Also mit 100% Rennen würde ich es mir durchaus zutrauen, weil da wird man ja jetzt 28 Runden oder so fahren. Da hätte man auch 20, also da wäre noch einiges möglich. Ja, ich muss sagen, Speed-Up liegt eigentlich ganz geil auf der Strecke, also da gibt es nichts. Bin ich relativ zufrieden. Ja, da gehe ich wieder ein bisschen weit, das war auch nicht so optimal. Ah, jetzt wird schwer. Die Top 3 vorne, Vinales, Rabat, Kallio. Wird schwer. Fahren wir ein solides Rennen. Wow, uiuiui, hab's die Brunnenwelle gesehen. Uiuiui, ich habe mich schon eigentlich fliegen gesehen. Ich war noch auf der Bremse. Die ist aber nur von einer gewissen Stelle. Die hatte ich jetzt noch gar nicht so. Hui. Ja, momentan gibt es nicht allzu viel zu sagen. Ah, auch nicht gut. Ja, ein bisschen Konzentration vielleicht.
Also eins kann ich auf jeden Fall sagen, nach dem Rennen werde ich schlafen gehen. So viel kann ich mal sagen. Die Müdigkeit nimmt schon überhand, aktuell gerade beim Aufnehmen. Es ist schon ein bisschen nach 12, also da darf man auch schon einmal ein bisschen müde sein. Was ist jetzt los? Komm, da kommt schon ein Lüti. Ja, dafür war die Kurve gar nicht so schlecht. Ecke, da hat sich, glaube ich, von Sandro abgesetzt ein bisschen. Da können wir da oben kurz raufschauen. Lüti, Eggeter. Ja, Eggeter dann lang nix. Cortese, Corsi, Salom. Corsi aber nahe dran an Cortese anscheinend. Der hier Eggeter abreißen lassen hat müssen, leider. Ja, und hier Bernie Baum überrascht mit der Speed-Up hier. Gut dabei. Ja, fast im Podiumsnähe, aber fast auf dem Podium. So kurz gesagt. Wo fahre ich schon wieder hin? Das gibt's ja nicht. Da will ich ein sauberes Rennen fahren, das kann ja nicht sein. Gut. Podium ist einmal so mit abgehakt. Bin ich wieder im Schweizer Sandwich. Ja, da komme ich wieder so raus, dass wir vielleicht sogar wieder überholen können. Sehr schön. Wow, am Limit, fast am Rutscher. Lüthi wieder abgeschüttelt. Ja, die drei kämpfen da vorne dadurch. Sind sie auch nicht so schnell weg. Weil sie eben kämpfen, halten sie sich gegenseitig ein bisschen auf natürlich. Das wäre natürlich eine große Chance gewesen. Und die 11 von 14 sind wir so nebenbei. So, noch für die letzten Runden jetzt ein bisschen konzentrieren, noch einmal ein bisschen Gas geben. Und raus wieder. Jawohl, Lütte wieder ein bisschen abgeschüttelt. Aber wir haben gesehen, wie schnell es geht. So, Runde 12 von 14 sind wir hier. Mit unserer Speed-Up. Und Streckenrekord wieder von Baum. Ist mir gar nicht so schnell vorgekommen, die Runde eigentlich. Ah, aber jetzt, das wird kein Rekord. Hier schön die links, hier hinten die leichte Gegengerade wieder runter.
Ja, vorne Maverick, glaube ich, muss ein bisschen abreißen lassen. Gerade jetzt, witzigerweise. So, Runde 13 und 14 beginnt. Und Freunde, jetzt eine Runde ohne Kommentar von mir. Genießen wir das mal. Ja, Freunde, das war eine Runde ohne Kommentar. Und jetzt geht's in die letzte Runde. Ja, hat mir sehr gut gefallen, das kleine Fun Race. Rabat und Kalle bei Teamkollegen haben jetzt im Endeffekt doch Maverick ein bisschen abgeschüttelt, leider. Er kommt auch nicht mehr ran, so wie es ausschaut. Ja, bei einem 100% Race würde ich jetzt vielleicht noch Maverick unter Umständen einholen können. Sofern ich da halbwegs die Runden hinkriege. Könnte durchaus funktionieren. Ja, letztes Mal hier die langgezogene Links. Und das war's, Freunde. Mit einem Fun Race hier, F1, also F1, MotoGP 14. Mal schauen, ob ich noch eine Lust habe und vielleicht noch eins bringt. Das hat mir gerade spontan nicht so gefallen, dass ich dann mit der etwas schwächeren Maschine hier probiere, vorne mitzufahren. Guter Kampf, Kamera gehabt gegen Lüthi, am Anfang haben wir ein paar überholt. Gott, die ist ja nur Neunter geworden, schade. Sam Lowes, doch Zehnter, ja, mit dem Kollege jetzt in dem Fall, sehr gut. Folger 14. Ja. Das leider alles zu statisch relativ. Ja, wenn wir schon da sind, riskieren wir noch einen kleinen Blick in die Wiederholung. Hier, gegen quasi, genau, mit unserer Speed-Up hier. Da stimmt sogar die Nummer, halbwegs die 20, schaut da relativ okay aus drinnen, muss man sagen. Ja, hier das Grün, aber Sam Lowes hat glaube ich auch das Grün, in dem Fall sogar. Aber Grün passt da auch ganz gut, muss ich sagen. Und da raucht ja genau, das ist irgendwie rausgefahren. Da geht nochmal hier auf, Startziel. Hat er mich Egger und Cortese noch einmal überholt. Ja, der ist so gut drauf hier, Cortese, und dann verliert er einfach. Sukzessive gegen Egger. Obwohl er eigentlich relativ gleich schnell ausschaut.
Ja, wahrscheinlich, wenn er einmal von der Windschatten draußen ist, draußen ist, auf der Geraden, dann kann er diese eine oder andere Zehntel, die er vielleicht langsamer ist, dann nicht mehr mitgehen. So kann er Windschatten das noch ein bisschen wettmachen, was er vielleicht nicht ganz auf dem Speed hat. Ja, sehr schön. Wunderbar. Da sind wir hinter Lütti. Den holen wir uns dann auch. Dann fällt mir der Fehler, dann ist er wieder vorbeigekommen und dann haben wir ihn noch einmal geschnappt. Sehr schön. Achso, jetzt kommen wir gleich raus. Naja, macht nichts. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Vielleicht kommt da noch eins inzwischen. Wir halten es natürlich schon nicht mehr aus. Und ja, von Johann Sarkos, dem Kollege, was ist denn das? Hat denn was fährt denn der? Ja, hier ist ein bisschen zu langsam, glaube ich, wo Marcel Schrötter unterwegs ist, die Tech-Tor. Die sieht optisch auch ganz geil aus, aber da sind wir schon bei den ganz schlechten. Da ist Pawnsets, da haben wir da Mark VDS. Die Aspar, die gefällt mir natürlich auch immer sehr, sehr gut. Die hat ungefähr die Stärke von der Speed-Up. Italo Trans wäre auch ganz geil, muss ich sagen. Momentan ja Morbidelli, der auch nicht ganz so schlecht unterwegs ist, aber nicht ganz bei der Spitze dabei. Aber ganz gut, glaube ich, Nummer 21 müsste das sein. Und eben Kallio. Dann Gresini, ein bisschen schwächer. Interwetten. Dynamalt, genau. Honda, ist das die Honda? Air Asia. Ich glaube, was ist denn da Johann Sarko gefahren? Ich weiß es nicht mehr. Offizielle Fahrer, schau mal. Johann Sarko, wo ist er? Ah, Franco Morbidelli ist auch voriges Jahr hier gefahren mit Julian Simon, der seinerseits in der Moto 3 echt top unterwegs war, aber hier kommt er auch nicht so wirklich in Schuss, obwohl er so ein paar Mal mit dabei war. Wo haben wir jetzt eigentlich? Johann Sarko, da ist er. Ah, doch, er ist ja. Okay. Okay, die Nummer 2, Josh Herrin. 84 Rennen, Johann Sarko. Air Asia. Die ist aber sehr schlechte Caterham. Sehr schlechte Maschine. Gut. Mal schauen. Legendenrennen, nicht, das ist ein bisschen eigenes Ding. Reale Events, ja, ich weiß, haben wir am Anfang angefangen, aber irgendwie. Dann die 2-3 Runden oder so. Ja, ist ganz nett. Ist ganz nett. Gut, mit diesen Motor 2 Bildern von unserer Speed Up darf ich mich auch verabschieden. Und ja, entweder sehen wir uns eh bei MotoGP 15 oder vielleicht habe ich wieder spontan Bock auf ein Racer hier. Momentan bin ich ein bisschen Motor 2 Fan, muss ich sagen. Die ist echt geil zum Fahren hier. Gefällt mir gerade momentan sogar ein bisschen besser im MotoGP jetzt, so rein vom Spiel her. Gut, das war's, Freunde. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.